Also ich hab vorhin die Hände nicht gesehen. Also wer kennt Lesara schon? Das ist die gleiche Zielgruppe, ne? Wie Body Change, was gleich nochmal kommt. Genau, ich erzähle vielleicht einmal ganz kurz, was so unsere Hard Facts sind und Factsheet. Also ich habe das mit zwei Mitgründern gegründet. Robin, der bei uns die technische Seite leitet, Matthias, der als CEO alles macht, was nach dem Klick ist. Ein paar Fakten, September 2013, das heißt 2,5 Jahre alt mittlerweile, haben unser Hauptsitz auch in Berlin, das heißt, ich glaube, gefühlt ist heute halb Berlin in Hamburg, bin aber gebürtiger Hamburger, und haben auch mittlerweile zwei weitere Standorte, beide in China, einmal in Guangzhou und einmal in Shenzhen. Knapp 200 Leute, für uns extrem interessant, wir sehen uns auch von dem Produktportfolio und von unseren Kunden Mobile First, das heißt knapp 70% des Traffics ist bei uns über mobile Endgeräte, 4,5 Millionen Visits im Monat, und ein Wachstum von knapp 270% letztes Jahr, und das ist auch so unsere aktuelle Runrate. Vielleicht so grundsätzlich, was wir machen: Wir sind kein Marktplatz, wir sind eigentlich wirklich ein Retailer, und vieles, wo wir eigentlich an Innovation glauben oder was bei uns an Innovation stattfindet, passiert eigentlich hinter den Kulissen. Das heißt, wenn man sich irgendwie nur die Webseite und das Frontend anschaut, dann denkt man, okay, das ist irgendwie ein Online-Shop, was ist daran so besonders? Und wir haben versucht halt sehr, sehr viel Supply Chain-seitig und auf technologischer Basis halt zu entwickeln und neu zu erfinden, weil wir gesehen haben, dass viele Unternehmen, die halt in unserem Markt, in der Offline-Branche eigentlich sehr, sehr weit sind, auch viel mehr sind als ein Filialgeschäft, wie zum Beispiel die Inditex-Gruppe oder die Bestseller-Gruppe, die investieren eigentlich sehr, sehr viel mehr in die Supply Chain und in Daten als in jegliche andere Sachen, und das ist auch das, was diese Unternehmen viel, viel erfolgreicher macht als irgendwie einen klassischen Händler. Und sind eigentlich so aufgestellt, dass wir zwei große Unterschiede machen. In Berlin ist eigentlich alles, was irgendwie die Webseite angeht, also IT, BI, Marketing und natürlich Kundenservice. Und in unserem chinesischen Office ist eigentlich alles, was nah am Produkt ist. Das heißt, wir haben dort am Anfang angefangen, sind vor 1,5 Jahren hingefahren und haben gesagt, wir müssen jetzt irgendwie vor Ort sein, um nochmal eine engere Integration mit unseren Lieferanten zu haben. Haben dort den Einkauf, haben dort das ganze Thema Qualitätskontrolle, zwei riesengroße Lager, das ganze Thema Content und Data Entry, damit wir einfach schneller, effizienter, günstiger sein können. Genau. Vielleicht mal zum Einordnen. Klar, es ist jetzt irgendwie eine Handelskonferenz. Wahrscheinlich, Alex, hast du jetzt super viele Themen über den Onlinehandel und den Handel grundsätzlich gemacht, aber um das jetzt... Nein. Noch nicht? Nein. Es kommt noch, okay. Dann bin ich mal gespannt, ob du sagst, ob die Zahlen stimmen oder nicht. Die sind auf jeden Fall aus einer vernünftigen Quelle, Internet-Retailer. Das sind eigentlich so die Wachstumsraten im Online-Geschäft. Knapp 15-20%, riesengroße Unterschiede, zum Beispiel Italien, was mittlerweile unser zweitgrößter Markt ist, da haben wir ganz andere Herausforderungen als zum Beispiel in Deutschland. In Italien, glaube ich, eine E-Commerce-Penetration von 1%, Deutschland 7%, aber alles eigentlich sehr stark am Wachsen, wenn man die Gesamt-E-Commerce-Branche anschaut. Wir definieren eigentlich unseren Markt nochmal ein bisschen anders. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, ein Mobile-First-Unternehmen, weil unsere Produkte halt wirklich auch, das haben wir schon bei Lea von Junique gehört, impulsgetriebene Produkte sind. So ein 9,99 € Kleid oder 14,99 € Schuh, den kauft man halt einfach sofort. Da hat man irgendwie keine häufigen Kontaktpunkte, wie das jetzt bei einem 1.000-Euro-Sofa wäre. Deswegen ist eigentlich mobil für uns sehr, sehr wichtig. Und was man eigentlich auch sieht, rechts unten, ist, dass der Trend halt dazu übergeht, vertikal integriert zu sein. Und das sieht man eigentlich auch ganz gut hier, wo die größten oder die am schnellsten wachsenden Online-Händler oder Online-Marktplätze, Online-Retailer sehr, sehr stark aus dem asiatischen Raum kommen. Das heißt, wer sich irgendwie mal bei iOS oder beim Google Play Store die Top 50, die Top 100 Apps anschaut, da sieht eigentlich sehr, sehr viele Namen, die ihr nicht kennt. Das ist irgendwie ein Semidress, ein Shein, ein Wish, ein Geek, Home. Das sind alles Marktplätze, die eigentlich chinesische Wholesaler verknüpfen mit europäischen oder amerikanischen Konsumenten. Und da geht eigentlich der Trend hin, und das war eigentlich auch die initiale Überlegung, die initiale Idee bei uns. Ich überspringe mal zwei Slides, darauf kommen wir zurück. Das war nämlich die initiale Idee bei uns, weil wir gesagt haben, ich komme nämlich eigentlich auch aus einem anderen Preissegment. Ich habe davor einen Shopping Club für Designprodukte gemacht, und wir haben aber gesehen, dass viele von diesen Unternehmen, von diesen Marktplätzen, sei es ein AliExpress, sei es ein Wish, sei es ein Semidress, halt sehr stark am Wachsen sind.
haben dort auch überall, wie vielleicht viele andere hier auch, unsere Schattenkäufe gemacht, geschaut, was da irgendwie alles gut funktioniert und was nicht, und hatten eigentlich ein konstantes Kundenerlebnis, was halt konstant schlecht war. Angefangen von irgendwie 45 Tagen Lieferzeit, also ich denke mir das nicht aus, 45 Tagen Lieferzeit, teilweise muss man den Zoll zahlen, weil die Produkte im Zoll hängen bleiben, bis zur Produktqualität, bis zum ganzen Thema Größen, ja, also eine chinesische M fällt nochmal anders aus als eine europäische M, und das ganze Thema Kundenservice ist nicht existent, es gibt nichts auf Deutsch, man kann nicht retournieren, man kriegt keine Refunds, das heißt, all das spricht echt dagegen, dass diese Unternehmen so stark wachsen, und trotzdem sind sie sehr stark gewachsen, nur weil sie halt sehr, sehr coole Preispunkte hatten oder niedrige Preispunkte und natürlich auch den direkten Zugang zu Produkten, die halt nachgefragt sind, weil sie alles direkt fast on demand produzieren konnten. Und das war halt für uns extrem spannend. Und deswegen haben wir uns vor 2,5 Jahren hingesetzt und gesagt, wenn wir das kombinieren können, was diese Unternehmen so stark zum Wachsen bringt, nämlich die coolen Preispunkte in die on demand Produkte, die irgendwie auf Trends reagieren, mit einem Kundenerlebnis, wo Leute halt wirklich Lust haben, ein zweites oder ein drittes Mal zurückzukommen, weil sie die Sachen auch wirklich bekommen und auch in kurzen Lieferzeiten, dann können wir wirklich was Riesiges basteln und aufbauen. Und das war eigentlich der Background vor 2,5 Jahren. Damals war das aber auch, glaube ich, fast nur eine Idee. Hier habe ich nochmal ganz kurz so gegengestellt, Kundenfeedback auf unserer Seite versus irgendwie chinesischen Marktplätzen, das ist, glaube ich, ein AliExpress und Wish, die arbeiten mit 20-30% Kundenzufriedenheit. Wir sind wahrscheinlich... Also wir sind im Vergleich zu denen natürlich deutlich besser, mit 80-90%, je nach Markt. Man muss sagen, dass natürlich Multi-Brand-Reseller nochmal ein bisschen ein einfacher, oder was heißt einfaches, ein anderes Spiel haben, weil sie müssen sich halt nicht um das Thema Produktqualität kümmern, weil das von den Marken kommt. Aber trotzdem, glaube ich, spiegelt das ganz gut wider, wo wir hinwollen, wo wir wahrscheinlich noch den Abstand noch weiter vergrößern wollen, weil wir halt als ein Unternehmen, was halt die gesamte Supply Chain managt, natürlich auch kontrollieren können, was ist die Produktqualität, was ist die Lieferzeit, was ist überhaupt das Erlebnis, kommt das eigentlich in konsistenten Paketen an, können wir retournieren, wie laufen die Refunds, das kann ich nicht, wenn ich ein Marktplatz bin, der eigentlich Wholesaler im asiatischen Raum verknüpft mit Endkunden in Europa. Vielleicht ganz kurz die zweite Frage, wie ordnet man das eigentlich so als traditioneller Offline-Händler ein und wem nehmen wir eigentlich so ein bisschen das Geld, wo klauen wir Marktanteile, schaffen wir jetzt einen neuen Markt oder existiert der Markt schon, und wie wir uns sehen, ist eigentlich, wir bedienen die Zielgruppe, die sonst eigentlich in dem Mass-Market-Segment einkauft. Gibt es wahrscheinlich 3 riesengroße Unternehmen mit der Bestseller-Gruppe, mit Inditex, mit der H&M-Gruppe. Es sind aber auch Kunden, die bei Primark kaufen, bei Taco, beim MKD. Da gibt es, glaube ich, noch sehr viel mehr, was halt je nach Land zwischen 50-60% des Textilmarktes umfasst. Und das ist halt für uns extrem spannend, weil viel Innovation eigentlich entweder im High-End-Bereich geschehen ist oder im Mid-Tier-Bereich. Warum? Weil es halt irgendwie natürlich more sexy ist, weil die Preispunkte natürlich auch ganz andere sind und weil es eigentlich auch extrem schwer ist, wie Alex schon angesprochen hat, mit den Preispunkten, mit denen wir arbeiten, irgendwie profitabel hin und zurück zu verschicken. Aber in dem Markt sehen wir uns. Wir haben eigentlich den Anspruch, wenn man irgendwie eine Bestsellergruppe oder eine Inditex heute in der digitalen Welt neu gründen würde, was wäre die perfekte Antwort, und wir wollen eigentlich damit die Antwort geben. Und worüber ich eigentlich heute spreche ist, das kann ich auch nochmal kurz sagen, warum ist das eigentlich interessant, warum sind wir über das Konzept begeistert und warum ist das irgendwie vielleicht auch für Investoren und für andere Leute spannend. Es ist ein riesengroßer Markt, haben wir gerade gesehen, 50% des Bekleidungsmarktes. Wir wachsen schnell, es ist relativ... Also man braucht nicht super viel Fantasie, um sagen zu können, dass das ein profitables Unternehmen sein kann, wenn man irgendwie nicht mehr über 25 oder 30, sondern über 60% plus Produktmarge spricht, wenn man keine Mittelsmänner hat, wenn man direkt vertikal integriert ist. Und es ist auch extrem kapitaleffizient, weil wir nicht für die ganze Saison, für das ganze Quartal im Grunde unsere Bestellung machen müssen bei irgendeiner Marke, sondern wir schauen uns eigentlich an, was brauchen wir für die nächsten 5 Tage, was brauchen wir für die nächsten 10 Tage, und können eigentlich auf die Nachfrage real-time reagieren und unsere Produktion dementsprechend anpassen. Das heißt, wir können eigentlich unser ganzes Lager, hier habe ich 12 plus mal, das sind in Wirklichkeit eher fast 20 mal im Jahr drehen.
Und ich glaube, worüber wir heute sprechen, ich gehe in die falsche Richtung, ist das ganze Thema Agile Retail. Warum? Weil ich habe schon gesagt, dass viele Sachen, die bei uns vielleicht innovativ sind, hinter der Webseite passieren. Auch die Webseite ist schön, aber die meisten innovativen Sachen passieren nicht dahinter. Und eine Sache ist eigentlich dieser ganze Prozess der Schnelligkeit. Und zwar der Schnelligkeit zwischen, wir wollen irgendwas auf die Seite bringen und bis es auf der Seite ist. Das, was irgendwie bei der Inditex-Gruppe oder bei einem H&M 3 Monate, 4 Monate dauert, was extrem viel schneller ist als irgendwie die klassischen 12 bis 18 Monatszyklen im traditionellen Handel. Und das hat diese zwei Unternehmen eigentlich dazu gemacht, was sie heute sind, nämlich die erfolgreichsten Offline-Händler. Und wir haben uns eigentlich so ein bisschen das als Anlass genommen, mal zu überlegen, wie wollen wir das machen? Wollen wir auch irgendwie Fast Fashion oder Fast Retail machen? Wir haben eigentlich so ein schönes Wort aus der Softwarebranche genommen, was Agile Retail ist, wo ich gleich gerne erklären kann, was das genau heißt. Wir haben für uns einen Prozess entwickelt, wo wir alles, wie ich schon vorhin gesagt habe, vor Ort machen in China. Das heißt, es geht natürlich los bei unseren Einkäufern in Europa. Die kriegen, und dazu spreche ich gleich, eine Liste mit Produkten, die größte Wahrscheinlichkeit haben, sich gut zu verkaufen. Das heißt, das sind jetzt nicht Leute, die wie im Offline-Handel irgendwie auf eine Messe gehen und dann schauen, hey, das ist eine super Präsentation auf dem Catwalk, das möchte ich auch haben, oder ich habe gehört, grün wird die Farbe des Jahres, sondern es sind, wir versuchen, unsere Daten irgendwie anders zu aggregieren, darauf komme ich gleich, aber viel, viel datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Und diese Daten dann zu verknüpfen mit den Resultaten, um daraus natürlich wieder Rückschlüsse ziehen zu können. Damit geht es eigentlich los. Und das machen wir jeden Tag und schicken eigentlich jeden Tag diese Daten an unser Einkaufsteam in China. Man kann sich das so vorstellen, dass das eine 1:1 oder 1:3 Beziehung ist. Das heißt, ein Einkäufer, ein Merchandiser, so nennen wir sie in Berlin, hat halt immer 2, 3 Ansprechpartner, Einkäufer, die auch zu uns gehören in China. Und die gehen dann los mit diesen Infos. Die wissen dann, okay, ich kaufe jetzt dieses Kleid in grün, mit den Vorgaben an Material, mit den Vorgaben an Größen, mit den Vorgaben an Preis, und gebe diese Info im Grunde an die Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und diese Lieferanten haben dann ein paar Stunden Zeit, ein Angebot abzugeben. Also ein bisschen so ein Reverse-Auctioning-Modell haben wir auch nicht erfunden, macht Google auch schon teilweise oder andere, aber gibt es halt in dem Sinne noch nicht für Fabriken. Die haben dann wirklich ein paar Stunden Zeit zu sagen, okay, wir können das für x Euro produzieren, und dann kriegt halt das Unternehmen oder die Fabrik, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat, im Grunde den Auftrag, produziert, und parallel dazu machen wir im Grunde alles, damit das Produkt sofort auf die Seite gehen kann. Das heißt, wir machen die Fotoshoots mit Models vor Ort, machen im Grunde das ganze Thema Dateneintragung, Content, Quality-Checks auch vor Ort, sodass, wenn das Produkt eigentlich im Lager ankommt, an Tag 8 oder 9, das ist jetzt ein Beispiel, es kann auch 7 Tage dauern, es kann aber auch 15 Tage dauern, aber im Schnitt arbeiten wir mit Lieferanten, die halt diesen Produktionszyklus haben, geht es dann nach 10 Tagen bei uns auf die Seite. Und das ist natürlich eine Schnelligkeit, die auch nochmal eine ganz andere Dimension hat als diese 3 bis 6 Monate im Offline-Handel, was für uns extrem spannend ist, weil wir eigentlich fast real-time darauf reagieren können, was Leute wollen. So, jetzt natürlich die Frage, die uns alle schon immer umtreibt, was wollen eigentlich Leute? Und da gibt es ja unterschiedliche Theorien. Wir haben eigentlich für uns festgestellt, wir wollen das nicht damit lösen, dass wir die coolsten und besten Einkäufer rekrutieren, die schon 20 Jahre Erfahrung haben bei Otto, gibt es bestimmt auch super gute Einkäufer oder woanders, sondern wir wollen das eigentlich datengetrieben lösen. Und dann sind wir losgegangen und haben halt geschaut, was gibt es im Markt. Und es gab eigentlich nicht so viel. Wir haben uns ein bisschen Inspiration geholt bei einem britischen Unternehmen, das Edited heißt, was im Grunde, ich weiß nicht, kennt das jemand? Wahrscheinlich nicht. Da gibt es 2, 3 Unternehmen, die halt, das ist eins davon, die im Grunde andere Webseiten crawlen und im Grunde sagen können, was wird gerade promoted bei einem H&M, was wird gerade promoted bei einem Karstadt, bei einem American Apparel, was ist da oben, was ist da unten, was sind irgendwie Trends, die Blogger beschreiben, aber alles sehr, sehr auf Marken ausgerichtet, weil die Nutzer halt
Multi-Brand-Retailer sind, deswegen wollen die natürlich wissen, was für Marken sind gerade im Trend und was nicht. Und da haben wir uns aber ein paar Ideen abgeschaut und im Grunde ein eigenes Tool entwickelt. Das sieht man auf der linken Seite ein Stückchen weit, ein eigenes Tool entwickelt, wo wir im Grunde nachvollziehen können, was passiert eigentlich auf anderen Seiten. Es gibt ja irgendwie so offensichtliche Seiten, Amazon hat ja ein klassisches Ranking, es gibt Seiten, wo man so ein bisschen raten muss, was sich da gut verkauft und was sich nicht gut verkauft, aber im Grunde crawlt unser Tool die anderen Seiten, schaut sich an, was performt dort nicht so gut und dann das Schwierige ist im Grunde das Ganze zu aggregieren, weil es sind ja, die haben ja nicht alle einen Code oder einen ERN-Code, den man irgendwie nehmen kann, um das Ganze irgendwie zu vergleichen, zu aggregieren. Das heißt, wir haben ein bisschen investiert in und da gibt es auch Drittpartner, die uns auch geholfen haben, die wir auch angeschlossen haben, die so ein bisschen versucht haben, das zu gruppieren. Und im Grunde ist das Resultat eine Art Ranking. Das kann ein Ranking sein, wie zum Beispiel, was sind die top verkauften Produkte bei den anderen Händlern, die wir als Wettbewerber ausgemacht haben oder als Full-Price-Retailer. Es kann aber auch irgendwie ein Ranking sein, wie zum Beispiel, was sind die höchste erste Ableitung haben, das heißt, die am schnellsten irgendwie hochgehen, ja. Damit geht es eigentlich los. Und dann das Spannende ist halt, je mehr Daten man hat und je mehr man irgendwie unser eigenes System mit den Daten füllt, desto besser wird natürlich die Vorhersagekraft des Tools. Das heißt, wir würden dann zum Beispiel, ich mache jetzt irgendwie Beispiele, die jetzt nicht der Realität entsprechen, aber wir würden dann irgendwie rausfinden, die Sachen, die bei H&M auf Platz 1 sind, die haben bei uns eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auch gut zu performen. Aber die Sachen, die bei ASOS auf Platz 1 sind, die passen nicht so gut zu unserer Zielgruppe. Ja? Und die Sachen, die bei Otto auf Platz 1 sind, sind eigentlich zu spät. Bei Otto müssen wir, Otto macht jetzt nicht so viel Mode, aber da müssen wir halt irgendwie die Produkte sourcen, die gerade von Position 100 auf Position 20 hochschießen und gerade im Trend sind. Und das kann eigentlich dieses System dann ganz gut erkennen, weil wir das im Grunde mit unseren Produkten, die dann auf der Seite launchen, verbinden. Auf der rechten Seite sind so ein paar traditionellere Tools, die man natürlich nutzen kann, die wir auch nutzen, irgendwie auf Makroebene. Natürlich, wann werden Bikinis gesucht, wann werden aber auch bestimmte Produkttypen gesucht, wann gibt es irgendwie so einen Ausschlag, wenn Selena Gomez ein Triangle-Bikini trägt, sodass irgendwie alle Leute genau danach suchen. Das schauen wir uns natürlich an. Suchanfragen bei uns auf der Seite, Google AdWords, natürlich, ja, woran wir auch jetzt arbeiten ist, was noch ein bisschen schwerer ist, technischer, zu verstehen, was irgendwie bestimmte Blogger oder Influencer gerade irgendwie posten, wo wir da irgendwie die höchste Treffergenauigkeit haben, wenn wir Sachen davon uns inspirieren. Aber es gibt halt unterschiedliche Datenquellen, die man anzapfen kann. Und ich glaube, dass die größte Herausforderung ist eigentlich, diese Feedback-Loop zurück sicherzustellen, um zu wissen, was für Produkte passen denn eigentlich am besten für die eigene Zielgruppe, ja, weil es bringt uns nichts zu wissen, es performt bei einer anderen Seite gut, wenn wir für uns nicht erkennen können oder nicht wissen, ob das dann bei uns auch gut performen würde. Das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Aspekt von Agile Retail, dass man natürlich nicht nach Bauchgefühl einkauft, nicht nach Erfahrung, jahrelange Erfahrung im Modehandel oder Online-Modehandel, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, sondern wirklich datengetrieben, was wird gerade nachgefragt und dann die zweite Komponente, dazu spreche ich heute nicht, aber die zweite Komponente davon ist natürlich, dass man wirklich auch delivern kann, weil wenn man diese Infos hat, aber trotzdem irgendwie bei Markenhändlern einkauft und dann 18 Monate später die Produkte bekommt, bringen einem die Infos nicht, sondern man muss natürlich auch in der Lage sein, aus diesen Daten halt wirklich sinnvolle Aktionen schon länger nicht mal auf Deutsch präsentiert, sinnvolle Aktionen zu exekuten und dann natürlich innerhalb von 10, 14 Tagen das Gleiche dann auf der eigenen Seite abzubilden. Warum ist das für uns extrem spannend oder warum ist das erstmal für den Kunden extrem spannend, ja, so mal als USP? A, natürlich kriegt er halt die Sachen, die irgendwo gerade für Full Price oder für im High-End-Bereich aktuell in Mode sind, deutlich günstiger, ja, 20-25%, er kriegt sie schneller als auf anderen Plattformen, wie gesagt 2-3 Monate bevor sie im Offline-Fast-Fashion-Handel im Grunde auftauchen. Er kriegt im Vergleich zu chinesischen Marktplätzen die Sachen in einer vergleichsweise besseren Produktqualität und in einer konsistenten Art und Weise zugeliefert. Und was wir natürlich auch damit machen ist, wir haben eigentlich gar nicht so ein riesiges Produktportfolio, wir haben aber ein sehr, sehr häufiges In and Out. Das heißt, es kommen jede Woche ein paar tausend neue Produkte, die schlechtesten paar tausend Produkte fliegen raus.
was natürlich den Effekt hat, dass Kunden eine sehr, sehr viel höhere Besuchs- und Kauffrequenz haben, wenn sie immer wissen, es gibt was Neues, ja. Auch wieder in Klammern super gut, wenn man da irgendwie eine gute mobile Experience anbieten kann. Auch einer der Gründe beispielsweise, warum ein Offline-Händler wie Zara viel, viel erfolgreicher ist, die Conversion im Laden ist vielleicht gar nicht so viel höher, aber die Besuchsfrequenz ist so viel höher, weil sie halt sehr, sehr viel häufiger die Kollektion austauschen. Und genau, für uns ist das natürlich ein riesengroßer Vorteil. Der andere große Vorteil ist, dass wir sehr, sehr schnell auf Nachfragefluktuationen reagieren können. Und natürlich, dass wir durch die Tatsache, dass wir mit Fabriken zusammenarbeiten, die auch nicht irgendwie 10 Monate Vorlaufzeit haben, sondern wirklich in 10 Tagen produzieren können, uns nicht für 10 Monate im Voraus schon was auf Lager holen müssen, sondern wir können fast on demand agieren, haben dadurch auch eine bessere, können das Kapital eigentlich sinnvoller einsetzen und schneller wachsen. Genau. Ich glaube, das war's. Und ich war on time. Und wir haben noch 10 Minuten für Diskussion. Sehr cool.